Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover. Wir sind heute hier in einer Mission auf der Apollo-Insel, wo wir den Mondbuggy damals klauen mussten. Und hier holen wir uns direkt mal einen Charakter. So, das konnten wir damals auf jeden Fall noch nicht machen. Hier ist der Lerf. Auch dieser Stromkasten hier hat uns damals noch nicht sonderlich beschäftigt. Mal schauen, was uns der bringt. Okay, er fährt irgendeinen Aufzug runter. Ist es jetzt einfach nur ein Shortcut? Oder bringt uns der zu irgendeinem neuen Abschnitt? Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob mir das hier bekannt vorkommt. Ballern wir hier einfach mal durch mit unserem Presslufthammer. Ja. Okay, nein. Ist irgendwie so sehr unbedeutend und es laggt hier schon wieder, weil hier Rauch ist. Ach so, hier rüber kann man auch noch. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Hier oben ist einer von diesen Shuttlen. Ja, dieses Dynamit hier oben ist auch definitiv nicht umsonst hier. Ich werde euch gleich mal zeigen, wofür das gut ist. Und zwar, wenn wir hier einfach mal runterspringen, wir bekommen eh keinen Fallschaden, dann können wir einfach mal ganz hier nach drüben gehen. Ganz genau hier. Und dann können wir hier diese Luke in die Luft sprengen und damit landen wir hier ganz unten. Und hier waren wir natürlich noch gar nie. Hier unten ist zum Beispiel auch eben so ein Shuttle, das wir damals noch nicht erreichen können. Konnten. Wow, Deutsch. Ja, und damit sollten wir auch demnächst eine weitere Polizeimarke uns verdienen können. Warte, was? Ach was, können wir uns da jetzt irgendeine neue Dings holen? Das könnte sein, ne? Irgendeine andere Kombination und das gibt uns irgendeine andere Belohnung. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Schauen wir einfach mal. Wir sollten... What the fuck? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Naja, mir soll es egal sein. Wir können hier einfach mal kurz einbrechen und hier uns was drin holen im Pausenraum oder so, der 10 Kilometer über der Oberfläche von allem ist. Whatever. Holen wir uns einfach mal den roten Stein. Ach, der war hier. Okay. So, dann gehen wir jetzt wieder runter. Boah, Alter, ich bekomme da immer so ein komisches Gefühl im Bauch. Kennt ihr das? Wenn ihr in einem Spiel von irgendwo weit oben runterspringt, dann bekommt ihr da auch so ein komisches Gefühl. Whatever. Ja, schon. Das, glaube ich, haben sie aus einer Disco, ja. Definitiv. Down. 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 Down, down. Ach, drei von vier Polizeidingern haben wir auch auf jeden Fall. Ja, fehlt ja jetzt nur noch ein so ein Shuttle, dann haben wir vier von vier. Und es fehlt dann auch nur noch ein Fahrzeug. Na, das ist doch nice. Ah, hier sehe ich doch was. Da drüben, oh ja, man hätte eigentlich hier rüberhandeln, man hätte sich hier eigentlich rüberhandeln müssen, indem man den Stromkasten da hinten, ja, entelektrifiziert. Aber ich kann das auch einfach so, weil ich so gut bin. Ja. Gut, und damit sollten wir alles haben. Ganz genau so sieht es aus. Nice. Was für einen roten Stein bekommen wir? Es ist der... Ach, die super Weltraumkiste. Damit müssen wir diese blöden Weltraumkisten-Puzzles nicht mehr machen. Das ist nice. So, Leute, heute starten wir hier in King's Court. Das ist auch, ja, das letzte Gebiet hier am Festland. Danach kommt nur noch die Apollo-Insel. Die Albatross-Insel und dann noch die Brücken und die Freiheitsstatue. Also nach diesem Part nur noch drei Parts. Heute starten wir mit den Telefonzellen hier in King's Court. Hier haben wir direkt die zweite. Bei der Schweinekanone hier haben wir die dritte, etwas abseits. Ja, und hier ist auch direkt noch eine beim Tunnel. Und damit haben wir alle vier Telefonzellen erfolgreich eingefärbt. Na, das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. So, und bei dem Brunnen holen wir uns mal ganz fix den Charakter ab. Okay, hier können wir einmal kurz wieder eine Wasserleitung anbohren, damit wir hier nach oben aufs Dach können von irgendeinem Gebäude. Schauen wir mal. Ah, die Oper ist es, glaube ich, oder? Das sieht, oder sowas, ja, sieht ein bisschen nach Oper aus. Ja, hier haben wir auf jeden Fall direkt den Powerbohrer, wie es aussieht. Alles klar, bin ich auch zufrieden mit. Powerbohrer ist immer super. Ja, na dann.
würde ich sagen, let's go. Was erwartet uns hier? Oh, oh, okay. Oh, nee, das führt ganz nach unten. Oh, shit. Ja, das ist wieder kritisch, dass man irgendwas vergisst. Aber wir versuchen es, ja. Wir versuchen es. Ich glaube, wir haben es bisher noch nie verkackt. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Da wäre ich doch relativ happy about. So. Wunderbar. Hier auf dieses Zwischendach müssen wir noch schnell. Hier sind nämlich auch nochmal drei Stück. Das ist ein bisschen böse, muss ich sagen. Die drei Stück auf dem Zwischendach da. Und die hier unten sieht man richtig schwer. Die sieht man halt wirklich schwer. Aber wir haben alle. Von daher, alles super. Übrigens, wir haben bald 1 Milliarde von den Lego-Stats. Puh, ich brauche mal dringend wieder Geld. Hallo, ich bräuchte mal ganz dringend Geld. Ich bin arm wie... wie ein armer Typ. Ja. Ich würde sagen, das Gebilde hier wäre eigentlich relativ complicated. Aber dadurch, dass wir die super Farbwaffe haben... ja, erleichtert uns das doch einiges, sag ich mal. So. Oh, oh, wir stehen direkt im Charakter drin. Dr. What's it? Ah ja, hier können wir irgendwo hochkraxeln. Was gibt's denn hier? Ah, ich sehe es ja auch schon, was es hier gibt. Einmal natürlich etwas zu gießen. Und ein Charakter, der hier schon einfach so rumsteht. Und zwar der gute Akademiker. Ja, der Akademiker gießt Pflanzen. Hat sicher, ja, irgendeinen Abschluss in Pflanzenkunde gemacht. Ja. Ist jetzt so meine Theorie. Würde ich jetzt mal behaupten. Blumentopf Nummer 17. Und die Kaffeepause Nummer auch 17 eventuell. Mal schauen. Irgendwo in dem Bereich dürften wir uns inzwischen bewegen, was das Zeug angeht. Schauen wir mal. Aber schön versteckt die Pflanze und die Kaffeepause. Jo, 16. Okay, da gibt es tatsächlich noch ein bisschen mehr. Warum genau sieht es mir hier so verdächtig nach Parkour aus? Könnt ihr mir das beantworten, Leute? Sieht schon verdächtig aus, oder? Ich glaube schon, dass ihr das auch so seht. Sieht durchaus... ja, die roten Steine sind super. Nee, aber sieht durchaus verdächtig aus. Okay. Ah, okay, hier unten sind nur Supersteine, also nothing important. Auch wenn wir hier natürlich noch ein bisschen was zu bauen haben in King's Court und vor allem... auf der Apollo-Insel haben wir noch einiges zu bauen. Aber das kriege ich auch mit den Steinen hin, die ich derzeit habe. Von daher, ja, kein Stress, ne? Alles klar, wir müssen die Dächer ja hier ganz genau erkunden. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo ein paar Verstecke. Ja, unter anderem zum Beispiel ein Helipad, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Ja, ist so eine Matte zum Abspringen. Und... jetzt können wir entweder irgendwas abhören oder das Schwein zurückbringen. Ich würde sagen, ja, ist eh egal. Wir bringen das Schwein zurück. Kowalskis Shifter, oh, nice. Schweinchen Nummer 17. Das ist ein Kugelwilli. Okay, hier müssen wir mal ganz kurz eine Pflanze gießen, um nach oben aufs Gerichtsgebäude zu kommen. Da oben gibt es anscheinend auch noch etwas für uns. Schauen wir mal, ich habe nämlich jetzt im Vorbeigehen irgendein ganz verdächtiges Grunzen gehört. Ja, worauf das schließen könnte, weiß ich überhaupt nicht. Nee, sehe ich auch überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Keine Ahnung, um was es hier geht. Also, ich meine, ein Schwein wird ja nicht nochmal sein. Ne? Nee, nee, ich sehe hier kein Schwein. Nein. Nein. Finde ich zwar immer ein bisschen weird, wenn zwei Schweine in einem Gebiet sind. Ich meine, natürlich, es ist sowieso kein zweites Schwein hier. Ja, genau. Ne, aber jetzt mal wirklich Real Talk, Freunde. Ich find's unnötig, zwei Schweine in ein Gebiet zu packen, weil braucht's halt eigentlich nicht, aber naja. Generell über die Collectibles in Lego Games lässt sich manchmal sehr stark streiten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja. Genau. Lasst uns hier mal kurz eine Sprengung vollführen. Und hier haben wir einen Charakter. Oh, nice. Das ist Ezra Baxter. Und wir haben die 14. Silberstatue zerstört. Okay. Und wir retten ein weiteres Schweinchen. Schweinchen Nummer 18. Hier kann ich etwas bauen. Was denn Schönes?
Eine Fähre. Ach so. Hat die wieder jemand geschrottet? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat die wieder jemand geschrottet. Ja, Mensch. Ja. Was willst du machen, ne? So, Alter, mit den Superbauten sind wir bald fertig. Wir haben einen neuen... ja, was war denn das? Ein Quad, ne? Neues Quad freigeschalten. Und wir haben die Fährenroute 2 von 3 aktiviert. Und hier drinnen befindet sich, ganz easy peasy ranzukommen, der gute Kyle Wainwright. Ja, hier kamen wir natürlich damals noch nicht unbedingt hoch. Deshalb können wir uns jetzt den Drew Cal hauen. Ey, ich hätte mal Bock, Basketball zu spielen. Kommt mal jemand hier bitte. Hallo? Hier kommt niemand, um dieses Feuer zu löschen. Na, dann übernehme ich es halt, ja? Niemand hat Bock, das hier zu spielen mit mir. Niemand hat Bock, die Grills zu löschen. Ja, was mache ich denn hier überhaupt, Mann? Mann! Lasst uns mal dieses Pflänzchen gießen. Ich dachte, ja, mache ich mal nicht. Aber, ja, da oben ist ein Teleporter, habe ich dann auch gemerkt. Deshalb, ja, muss ich wohl oder übel diesen Teleporter mal ausprobieren, wo der hinführt. Könnte ja auch eventuell wichtig sein. Ja, ist es auch. Und zwar bekommen wir dafür den Charakter Königliche Wache. Auch wenn wir dafür eventuell das hier benutzen hätten können. Außer man rutscht davon ab, das weiß ich nicht. Nein, man rutscht davon nicht ab. Okay. Na dann, klettern wir hier mal hoch. Und, oh, gönnen uns den 10.000er Stein. Ja, den nehme ich super gern. Geilo. Richtig geilo. Oh, lol. What the fuck? What is going on here? Jetzt mal ernsthaft, was ist hier passiert? Ah, pass auf. Rex Fury am Start. Aber nur für Superstein. Nee, das ist der rote Stein, ne? Ja, ja, das ist der rote Stein. Unbesiegbarkeit. Ey. Boah, das mache ich rein. Unbesiegbarkeit ist sick. Die Weltraumkiste an und Unbesiegbarkeit an. Easy. So, weiter geht's hier oben. Da oben war gerade die Plattform, wo wir schon waren. Und ja, jetzt holen wir uns hier einmal den Rescuer. Und außerdem schalten wir den Parcours frei. Ich habe es euch doch gesagt, dass das hier ein Parcours wird. Alles klar. Aber eigentlich nicht da, wo ich es erwartet habe. Naja, egal. Erobern wir den Bezirk. Dann bin ich schon zufrieden. Nice. 14 von 20, aber auch erst. Okay, Parcours, let's go. Mal schauen, was wir hier alles so finden. Weil der ist ja doch etwas anders, als ich dachte. Ich meine, von wo startet der überhaupt? Waren wir hier schon mal, ist die Frage. Ich glaube, nein. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, toll. Ja, die Uhr hätte ich schon gerne. Dankeschön. So. Boah, Alter. Der Parcours verwirrt mich, weil hier bin ich da vorne noch nicht geklettert. Und wenn ich wo da vorne noch nicht war, dann bin ich verwirrt. Aber den 10.000er Stein nehme ich gerne mit. Wir haben übrigens die 1 Milliarde geknackt, sehe ich gerade. Ja, moin. Ja, moin. Hier noch schnell aufbrechen zwischendrin. Vielleicht gibt es hier was Wichtiges. Nee. Glaube ich nicht, dass es so wichtig ist. Alles klar. Oder vielleicht auch doch. Warte, lass mich das mal schnell überprüfen. Wir haben ein Parcours. Gar kein Thema. Ja, da gibt es später wahrscheinlich irgendwas zum Abhören. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir so vorstellen, dass da was zum Abhören ist. Okay. Oh, lol. Warte, einmal wieder nach oben, bitte. So, thanks. Und hier drüben. Na, dann haben wir es ja auch schon geschafft. Und hier sind wir direkt wieder da, wo wir gestartet haben. Auch lustig. Alles klar. Damit haben wir Nummer 14 abgeschlossen. Und wir haben den Street Skater freigeschalten. Jo, wie ich vorher gesagt habe, hier kann man irgendwas abhören. Dazu holen wir uns ganz schnell den Frank ran. Der kann das natürlich professionell. Hallo. Schuldig? Wie kommt man nur zu diesem Urteil? Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hast du jemanden umgebracht. Ich hasse Beweise. Ja, Beweise sind schon echt scheiße. Kings Court aufzuräumen.
Dann lass uns dafür sorgen, dass es was aufzuräumen gibt. Wow, ist das dumm. Ich sag dem Rest der Jungs Bescheid, dass wir uns vorne treffen. Wow, ist das dumm. Okay, da müssen wir hin. Zack, zack. Hello, Gangsters. Ich fange euch direkt hier am Ausgang ab. Da kenne ich keine Gnade. Der Arm des Gesetzes. Ja, der Arm des Gesetzes. Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Okay. Bestechen lässt du dich nicht zufällig? Oh, nee, nee, bestechen lasse ich mich nicht. Tut mir echt leid für dich. Polizei. So. Du wirst mich nie kriegen. Zack, zack, habe ich dich ja auch schon. So wie zum Thema, du wirst mich nie kriegen. Ja, ja. Zack. Damit haben wir ihn. Geilo. Starke Sache. Gang Nummer 14. Hier in der letzten Ecke höre ich eine Katze miauen. Ja, da kümmern wir uns definitiv drum. Ich meine, wir sind fleißige Bauarbeiter und natürlich auch Feuerwehrmann. Da ist es natürlich logisch, dass wir so einem armen Geschöpf helfen. Das ist selbstverständlich natürlich. Ja, die armen Katzen kann ich mir gar nicht ansehen. Ich fände es aber auch ziemlich super, wie Chase die einfach in seinen Hut reinpackt. Als wäre das nix. Naja. Das wäre dann die Katze Nummer 14 gewesen. Oh, dieses Taxi ist ein Rennen. Alles klar, ja dann let's go. Und da, wo es angefangen hat, da endet es auch wieder. Na komm, park doch ein. Alter, wenn ich da jetzt noch verkackt hätte, das wäre es gewesen. Nee, zum Glück nicht, ja. Zum Glück. Nummer 12. Und wir haben auch das Taxi freigeschaltet. So, hier waren wir vorher auch schon mal unterwegs. Ah, und da haben wir nochmal so einen Autodiebstahl-Dude. Oh, ich hoffe, das bekommen wir dieses Mal schneller hin als sonst immer. Sonst struggle ich da ab und zu mal. Ich hatte es, glaube ich, schon zwei, drei Mal, dass ich die wirklich bis zum Schluss verfolgen musste. Weil die einfach am Anfang so einen Vorsprung hatten. Aber wie es aussieht gerade, hat er nicht so einen großen Vorsprung. Ja, starke Angelegenheit, Diggi. Dann lass uns dich doch einfach mal fett wegrammen. Wo ist er denn? Ach so. Ja, du müsstest mal los. Das glaube ich nicht, mein Freund. Jawohl, haben wir dich ja doch noch abgefangen. Das ist doch eine schöne Sache. Damit haben wir den letzten Fahrzeugdieb verhaftet. Oh, bin ich froh. Bin ich froh. Oh, man. Alle Fahrzeugdiebe verhaftet. Jawohl, da ist nochmal die Bestätigung. Und dafür bekommen wir Chuck Morrison. Hey, Elina. Oh, Chase. Wow. Ich glaube, du hast fast alle Diebe in der Stadt verhaftet. Ja. Krass, ne? Was? What? So, Mr. Kugelwilli. Kommen Sie ran. Ich führe Sie zu Ihrem Ziel, wo Sie explodieren können. Das ist nämlich irgendwo da weiter hinten. Ja, ziemlich weit weg, ehrlich gesagt. Ich hoffe, du verfolgst mich. Ja, sieht schon so aus. Als würde mich verfolgen. Aber dass es so weit weg ist, das ist schon erstaunlich. Aber hier wird ja auch abgebildet, ne, dass man den Kugelwilli braucht. Also alles easy. Ne? So, und rein damit dir. Hallo. Hallo. No way. Hat der eine Charakter auch gerade Hallo gesagt? So, jetzt aber. Let's go. Nee, oder? Du willst mich doch so hart verarschen. Wie beschissen ist das? What the fuck? Wenn ich es jetzt nicht hinbekomme, danke schön, Alter. So, Bürgermeisterin Gleason. So, hier, was ist das denn? Ein Autoabschlepphof oder? Keine Ahnung. Ja, hier können wir auf jeden Fall mal kurz den Eingang wegsprengen. Dann können wir hier einen Autodiebstahl machen, wie es aussieht, ja. Das sieht mir doch sehr verdächtig danach aus. Lass uns hier mal kurz aufbrechen. Nein, ich wollte hier mit dem guten Rex. Dankeschön. So, aufbrechen, gar kein Thema. Und das dürfte die letzte Aufgabe sein. Yo, damit haben wir ja auch diese Mission abgeschlossen. Und damit sollten wir eigentlich die 100% hier in diesem Bezirk jetzt auch haben. Denke ich einfach mal. Ich denke nicht, dass noch besonders großartig was kommt. Schauen wir mal. Ja, sobald der goldene Stein hier weggeht, gucken wir mal, wie weit wir sind.
Ja, okay, alle Fahrzeugdiebstähle abgeschlossen. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Old Chuang. Okay. Oh, hi, Ellie. Wow. Wow. Was, dass du nicht hinkriegst, Chase? Glückwunsch. Ja, danke. Ja, okay. So, hier unten in King's Court haben wir alles vervollständigt. Na, das sieht doch wunderbar aus, Leute. King's Court ist abgeschlossen. Und das nächste Mal kümmern wir uns dann um die Apollo-Insel oder um die Albatross-Insel. Mal schauen, auf was ich Bock habe. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.